Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zur 35. Episode von Let's Change Minecraft. Ja, ihr hört eine neue Stimme, und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin die Matta. Ich bin auch Let's Playerin hier auf YouTube und ich freue mich unheimlich, jetzt bei diesem wundertollen Let's Change-Projekt mitmachen zu dürfen. Ja, die Motoko, die hat mich gefragt, ob ich denn einspringen möchte für den ausgesetzten, nein, nicht ausgesetzt wie ein Hund, sondern den in dem Sinne ausgesetzten Kollegen, dass er leider nicht mehr die Zeit findet, mitzumachen, beziehungsweise, falls ich das richtig verstanden habe, ich weiß es gerade gar nicht so ganz genau, er kann jedenfalls wohl nicht mehr aufnehmen. Und ich bin jetzt quasi dafür eingesprungen. Und ich habe mir die Map runtergeladen, habe Minecraft wieder komplett ja, auf Vordermann gebracht. Ich habe nämlich vor einigen Monaten mittlerweile schon mein Minecraft-Let's Play abgebrochen, also ausgesetzt, sagen wir mal, und habe jetzt seit sehr langer Zeit nicht gespielt. Und deswegen musste ich Minecraft komplett neu aufsetzen, runterladen, alles neu machen, patchen, alles Mögliche tun. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt alles soweit wieder. Wir sind gerade bei Patch 1.2.5, soweit ich das weiß. Und ich hoffe, ich habe so halbwegs die Neuerungen auch im Kopf, die seitdem ich nicht mehr spiele, alle so dazugekommen sind. Und ich laber schon wieder unglaublich viel, wie ich gerade merke, tue ich aber immer, wenn ich in einer neuen Situation bin, also keine Sorge. Was ich jetzt noch kurz tun muss, ist den Timer anschmeißen. Haben wir direkt gemacht. Und ich werde jetzt die Map laden und bin ganz gespannt, was uns erwartet. Oha, wir stehen direkt hier irgendwie vor Büschen. Vor Bambus. Nein, Zuckerrohr ist es ja. In dem Pool, den ja der 3LPer gebaut hat. Ja, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich habe die letzten Folgen geschaut. Ich habe sogar von Folge 1 angefangen, habe die ersten Folgen aber leider nur durchgescrollt. Also habe jetzt nicht alles geschaut. Was haben wir denn im Inventar? Beziehungsweise wir haben nichts im Inventar. Wir haben eine Eisenspitzhacke, eine Schaufel und ein Schwert. Einmal Brot und ein paar Fackeln. Und dann haben wir noch eine nette Rüstung an, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich werde gleich zu Beginn mal was essen, weil ich sehe, dass wir ganz schön Hunger haben. Ja, Leute, ich habe jetzt beschlossen, erstmal so ein bisschen rumzugucken, mir alles anzuschauen, weil im Video sich das anzugucken ist ja doch nochmal was anderes, als hier direkt drin zu sein. Und ich werde einfach mal gucken, mich erstmal so ein bisschen einfühlen und habe jetzt auch den Timer gestartet, falls ich das noch nicht gesagt habe. Stone ist in Aurayas Kiste. Ach nee, Stone in Aurayas Kiste bringen. Danke. Ah, hier hat jemand Stein gebacken und Eisen gebacken. Und das soll ich in Aurayas Kiste bringen. Alles klar. Falls. Ja, wir lassen den Stein hier mal noch ein bisschen weiter backen. Dann können wir das demnächst wegbringen. Okay, hier haben wir Werkzeuge, hier haben wir. Also ich mache das einfach mal ganz obligatorisch hier mal alles durchgucken, damit ich mich orientieren kann, was wo drin ist, damit ich auch weiß, womit wir arbeiten können, wenn wir hier anfangen. Lalala. Aha, oho, interessant. So, dann gucken wir mal hier oben. Ich mache das jetzt mal ganz schnell, weil ihr kennt das ja alles schon. Für euch ist das ja relativ langweilig, wenn ich mich hier umschaue. Ein schöner Balkon, den kennen wir ja auch schon, mit Blick auf den Pool. Die schöne Umgebung. Am Strand habe ich noch nie gebaut in Minecraft, fällt mir gerade so auf. Ich habe immer irgendwo im Wald oder auf der Wiese gebaut. Soll hier eigentlich keine Tür drin sein? Naja, spawnen kann hier ja nichts. Was ist eigentlich mit der Musik kaputt? Ich wollte die Musik anhaben. Ist die nur so leise oder hat die keine Lust? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal hier runter. Da sind nämlich die Kisten. Eloris Kiste, Aurayas Kiste, Svielpeas Kiste, Xterias Kiste. Alle Kisten.
Nur ich habe noch keine. Und ich dachte, damit fange ich einfach mal an. Bäume dort fällen, was? Ach so, vom Eingang der Hütte nach rechts. Baue am Dreckturm eine Burg. Stonebricks. Bäume dort fällen wäre nett. Okay, wer auch immer Verfasser dieser Nachricht ist, ich werde gleich mal schauen, wo das ist. Und werde dann gerne da mal vorbeigucken und werde da ein paar Bäume fällen, von mir aus. Am Dreckturm. Wo ist denn der Dreckturm? Ja, wie gesagt, ich habe ja teilweise nur durchgeguckt. Schnell. Ich habe es leider nicht geschafft, in den letzten Tagen die kompletten Folgen durchzugucken. Wo könnte ich denn meine Kiste hinpacken? Ist natürlich doof, ne, wenn ich jetzt hier so abseits. Aber andererseits ist das nun mal so, ne, wenn man dazu kommt, dann muss man halt damit leben, dass man erstmal ein bisschen abseits ist. Mit den eigenen Dingen, beziehungsweise in dem Fall ist es einfach nur die Kiste. Ich hoffe, ich mache hier gerade nichts kaputt. Ist bestimmt wieder ein Loch entstanden oben. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das funktioniert, dass die Kiste auch aufgeht. Ah! Ich meine es zu ahnen. Das sind Treppen, kann das sein? Dann muss ich das von oben machen, was? Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Das heißt von oben. Ich kann es ja auch einfach so machen. Dass ich hier... Genau. Zack, zack. Wir wollen natürlich jetzt nicht die ganze Folge damit verplempern, hier eine Kiste hinzubauen. Ich hoffe, dass ich das schnell hinbekomme. Und ich hoffe, dass ich... dass hier noch Steintreppen irgendwo sind. Krams. So eine Kramskiste hat man auch irgendwie immer, ne? Wo man einfach irgendwie alles reinschmeißt und dann hofft, das irgendwann mal aufzuräumen. Ja, okay. Ich nehme mal jetzt nicht, ich stipze jetzt mal nicht den Stein von dem, aus dem Furnace. Ach, dann vermute ich mal, ist jetzt nur so eine Ahnung von mir, dass der Mensch, der die Burg bauen möchte, dass das die Auraya, warum will ich immer Auraya sagen? Entschuldigung, ich meine natürlich Auraya, dass das die Auraya ist. Denn das würde Sinn ergeben, dass ich dann den Cobblestone bei ihr in die Kiste tun soll. So. Ich habe jetzt gerade leider nicht genug Stein, um hier das gesamte Loch aufzufüllen. Hä, Moment. Ach, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ja, das so funktioniert das natürlich nicht, Mata. Sorry, ihr müsst mir das verzeihen. Ich habe, wie gesagt, seit einiger Zeit kein Minecraft mehr gespielt. Das ist mir alles gerade, geht mir gerade alles nicht so locker von der Hand. So, dann hole ich mal eben noch. Jetzt renne ich schon wieder hoch. Mein Zeitplan kommt schon durcheinander. So ein Mist. Haben wir hier eine Crafting Bench? Ja. Schöne Sache. Zack, zack. Ja, 30 Minuten sind nicht lange, Leute, sind nicht lange, muss ich dazu sagen. Aber ich habe mich extra nochmal erkundigt, 30 Minuten. Ich hoffe, das geht jetzt auch auf. Ja, es funktioniert, super. Da hat doch schon mal mein erstes Bauwerk, war doch schon mal erfolgreich. Wunderbar, dann habe ich jetzt auch eine Kiste. Wobei, haben wir hier unten eigentlich ein Crafting Bench? Nö, haben wir nicht. Das ist ja doof. Müssen wir hier nochmal hoch und... Ups, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Ach ja, da ist eine Druckplatte, stimmt. Hab ich gerade gewundert. Ich habe gleichzeitig die Tür aufgemacht und die Workbench geöffnet. Genau. Ich baue mir jetzt gerade ein Schild. Zack. Und den Rest tun wir natürlich, weil wir so ordentlich sind, wieder in die Kiste. Und jetzt
Ah, da setzt die Musik ein. Hört ihr sie? Ich höre sie, ich höre sie. Ich bin glücklich. Ist ganz schön leise, ne? Vielleicht hört ihr die auch gar nicht. Weil die so leise ist. Jetzt wird sie auf einmal lauter. Okay. Ja. Komm, ich wollte gerade noch einen albernen Smiley dahinter machen, aber ich konnte mich gerade noch so zurückhalten. Nee, das ist mir leider zu laut, sorry. Wird das mit Verzögerung lauter? Das finde ich ja lustig. Ja. So, es ist Nacht. Ich würde sagen, ich gehe erstmal schlafen, beziehungsweise ich sollte auch vielleicht mal auf Easy stellen und nicht auf Peaceful. Ich habe mich schon gewundert, wo die ganzen Viecher hin sind. Mensch, 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 Mensch. So ist das. So, und jetzt, würde ich gerne mal wissen, wo der Bauernhof eigentlich ist. Ich habe den die ganze Zeit gesehen, aber ich, also in dem Video, aber ich habe gar nicht mitgekriegt. Ach, warte mal. Soll da etwa die Burg hin? Gehen wir da doch mal lunzen. Was die Auraya, beziehungsweise, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht auch. Na, es wird wohl die Auraya gewesen sein. Die Exteria, nee, das passt alles sehr gut zusammen mit dem. Mit dem Cobblestone und so. Hier haben wir einen Steinturm und das sieht mir fast so aus, als sollte hier tatsächlich die Burg entstehen. Aha, aha. Na dann, viel Spaß. Ich will da jetzt erstmal natürlich niemanden reinfuschen. Ich mache gerne. Ah, wir haben gar keine Axt jetzt. Sonst hätte ich hier gleich gerne mal ein bisschen Bäume gefällt. Andererseits, es soll auch nicht das Erste, was ich hier mache, gleich Bäume fällen sein. Das ist irgendwie langweilig. Wir brauchen ein Boot. Leute, wir brauchen ein Boot. Und ich glaube, ich habe gerade entschieden, was ich als Erstes tun werde. Wir werden jetzt, ich werde nämlich als Erstes... Den Bauernhof finde ich ja leider nicht. Ich werde als Erstes einen Steg mit einem Boot bauen. Oh. Und natürlich die Tür zumauern. Das ist ganz wichtig. Hinter sich immer die Tür zuzumauern. Wenn man reinkommt ins Haus. Das mache ich bei mir, bei meinem Haus zu Hause auch immer mit meiner Haustür. Die wird immer zugemauert. Und bevor ich rausgehe, auch wieder aufgerissen. Ja, Holz, genau, Holz, Holz, Holz. Ich bediene mich jetzt hier einfach mal. Ich denke mal, das ist in Ordnung. So. Ach ja, die Hölzertas haben ja jetzt verschiedene, die haben ja jetzt verschiedene Farben. Das finde ich ein sehr, sehr cooles neues Feature übrigens. Da lässt sich auf jeden Fall gestalterisch ganz viel mitmachen. Finde ich total klasse. Haben wir genug Holz, ist die Frage. Andererseits... Ah, ich nehme mal zwei Äxte mit. Wie ist das eigentlich, wenn ich hier, wenn ich mir die Map runterlade? Habe ich dann das gleiche Inventar, die gleichen Sachen im Inventar wie mein Vorgänger? Ich weiß es gar nicht. So, egal. Ich werde jetzt hier mal... Wie könnte man das denn mal machen? Also ich finde ja... Ich bin gerade am Suchen nach einer schönen Stelle für den Steg. Und vielleicht könnte man ja auch ein kleines Bootshaus bauen. Finde ich auch irgendwie ganz cool. Ich glaube, den mache ich mal hier in den Steg. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Nee, was mache ich denn? Mal überlegen, was mache ich eigentlich? Ich baue jetzt einfach mal drauf los und gucke dann mal, ob es gut aussieht. Wenn nicht, reiße ich den ganzen Kram wieder ab. So. Das Ganze ruhig ein bisschen schön machen, dass das nicht so unnatürlich aussieht. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das mit dem Let's Change hier noch so weitergeht. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn die Folgen häufiger kommen würden wieder.
An mir soll es jedenfalls nicht liegen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das Ganze schön regelmäßig hochzuladen. Moment. Nein. Ach. So. Und ich würde mir auf Dauer auch wünschen, also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, auch schön, wie die Exteria in einer Folge auch schon gesagt hat, am Ende, fände ich es schön, wenn wir mehr zusammenarbeiten würden tatsächlich. Also das sage ich jetzt und fange jetzt schon wieder selber was an, aber das ist ja wirklich nur so eine kleine Sache. Ich habe das jetzt auch gerade nicht vor, zu Ende zu bauen. Ich will hier nur so einen kleinen Steg machen. Ups. Ach, man kann die immer noch nicht mit einer Axt abbauen. Ist das irgendwie zu einem Running Gag geworden oder so? Dass man die Wooden Slabs immer noch nicht mit dem richtigen Werkzeug abbauen kann? Na, von mir aus. Ja, ist das zu hoch? Es ist, könnte so gut sein, dass das ein bisschen hoch ist, ne? Ich meine, man muss ja auch noch reinkommen in das... in das Boot. Ups. Zack. Nein, was ich sagen wollte, also ich fände es wirklich schön, wenn wir ein bisschen zusammen, auch mal zusammen ein Projekt haben. Ich meine, das Haus natürlich, da baut jeder so mit dran und das finde ich auch klasse. Und da werde ich auch beim nächsten Mal was dran machen. Aber ich fände es halt auch cool, wenn wir irgendwie, ja, wenn nicht jeder so Angst hätte, an den Projekten von dem anderen rumzufuschen, sag ich mal. Ich meine, das gehört ja auch dazu, zu einem Let's Change, finde ich. Also, dass man einfach, ja, wie soll ich sagen, dass man halt was anfängt und dann macht der andere weiter und dann freut man sich oder freut man sich vielleicht auch nicht, was der andere draus gemacht hat. Und dann stecken da ganz viele Ideen in einem Bauwerk drin. Und das finde ich irgendwie, finde ich cool. Also, das fände ich jetzt so auf den ersten Blick mit diesen Aufgaben zusammen, dass man halt so übergreifend macht, wenn man jetzt fertig ist mit irgendwas und dann merkt, ja, irgendwie bin ich noch nicht ganz fertig geworden, also was heißt fertig geworden mit irgendwas? Ich meine, wenn die Folge zu Ende ist, wenn man nicht die Zeit hatte, die Folge fertig zu machen, oh Gott, was habe ich hier gerade? Nein, ich meine, wenn man nicht die Zeit hatte, sein Projekt zu beenden, in der Folge, dass man dann halt sagt, ja, man macht da irgendwie ein Schild hin und sagt, Mensch, mach das doch mal für mich weiter. Das fände ich, wie gesagt, ziemlich cool. Wenn man da, wenn das, also das finde ich, ist halt an einem Let's Change halt ziemlich cool. Und unterscheidet ein Let's Change ja auch von einem normalen Let's Play. Und wenn man das Ganze halt noch ein bisschen weiter ausbaut und halt noch mehr zusammenarbeitet und noch auch das Projekt vielleicht noch mehr zusammen macht und weniger Angst davor hat, dass man irgendwas falsch macht, was der andere angefangen hat und das nicht nach seinen Wünschen beendet. Ich meine, ich weiß ja selber noch nicht, wie es mir gehen wird, wenn ich das dann mal anfange. Ich laber jetzt hier einfach nur. Es war nur so ein Gedanke von mir, als ich das Let's Play, das Let's Change angeschaut habe, dass ich so das Gefühl hatte, dass manche so ein bisschen Angst hatten, was anzupacken, was ein anderer angefangen hat. Und das fand ich halt, ja, wie soll ich sagen? Also ich will das jetzt auf gar keinen Fall verurteilen. Ich kann das auch super verstehen. Ich glaube, mir ging es auch so. Aber warum mache ich das hier gerade? Ich habe doch genug Holz. Ich glaube, dann mache ich erstmal. Ja, okay, nee, dann gehe ich erstmal wieder zurück. Ich hatte irgendwie nicht gesehen, schon wieder vergessen, dass ich Holz eingepackt hatte. Ja, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, denke ich. Das wäre auf jeden Fall mal eine schöne Sache, wenn man da ein bisschen die Scheu verliert, an Projekten von anderen weiterzubauen. Kommt natürlich auch immer drauf an. Ich meine, manchmal hat man ja vielleicht wirklich was, was man alleine beenden möchte, aus irgendwelchen Gründen. Aber ich finde, das sollte nicht zum Regelfall werden. Aber andererseits habe ich jetzt hier gerade angefangen und fange schon wieder an, irgendwie Ideen zu äußern. Das ist ja auch irgendwie fast schon ein bisschen dreist. Aber so bin ich halt. Zack.
So, wir bauen jetzt einfach mal den Steg weiter. Warum habe ich das eigentlich letztes Mal nicht von, vorhin nicht schon von oben gemacht? Voll die Zeitverschwendung. Ja, daran merkt man irgendwie die fehlende Routine so ein bisschen. Frage ist jetzt, genau. Soll ja auch so aussehen, als, ups, würde es von unten gehalten. Ich baue irgendwie voll gerne mit diesen Stangen. Ich mag das irgendwie. Vielleicht, weil es einen schönen Kontrast liefert zu den sonst immer nur eckigen Blöcken. So. Zack und zack. Gefällt mir das? Ich weiß noch nicht so genau. Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, ob ich das so gut finde, was ich hier gerade gebastelt habe. Aber wie gesagt, ihr könnt da gerne dran weiterbauen. Das ist mir völlig... Da bin ich völlig entspannt. Ich habe gerade noch ein Wort gesucht. So, ein Boot. Schade, dass man das nicht, aber das treibt ja nicht von alleine weg, ne? Nee, tut's nicht. Gut, dann würde ich sagen, habe ich jetzt hier mal so einen kleinen Steg gebaut. Ist natürlich ausbaubar, aber vielleicht, vielleicht könnte man auch noch einen Weg dorthin bauen. Ich finde es sowieso immer schön, wenn alles so ein bisschen verbunden ist mit Wegen. Aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wie ich das tun soll, anfangen soll, dass das Ganze nicht krumm und schief wird. Ja, das können wir beim nächsten Mal dann machen. Ich werde jetzt erstmal noch hier so ein paar Aufgaben machen. Ich will ja gleich zu Beginn ein bisschen helfen, dass es hier schnell vorangeht. So, den Stein packe ich in die Kiste von Auraya. Zack. Wo ist er? Da. Oh Gott, da hat sie aber schon ordentlich was angesammelt. Die Gute. Ach, möchte sie aus... Ah, sie möchte mit Stone Bricks bauen. Da hat sie aber noch was zu tun. Das habe ich mir auch schon mal vorgenommen. Bin dann aber nicht besonders weit gekommen, weil es mir dann doch zu viel wurde. Könnte auch eigentlich mal wieder das Feld abernten. Haben wir denn eigentlich noch... Wir haben ja noch Schilder. Warum habe ich denn... Ja, weiß ich jetzt nicht. Muss ja nicht. Muss ja jetzt hier nicht schon Forderungen stellen gleich am Anfang. Ja, was tue ich jetzt noch? Ist die große Frage. Ich fühle mich so ein bisschen unter Zeitdruck, muss ich sagen. Aber vielleicht geht das beim nächsten Mal weg. Ich wollte jetzt eigentlich mal in mein Boot steigen und mal rüber schwimmen zu der Baustelle von der Auraya, wo ich immer noch hoffe, dass das auch richtig ist. Und hier mal noch ein bisschen Holz fällen. Oh nein! Ist anscheinend nicht tief genug. Oh nein! Ja, dann müssen wir, muss ich eigentlich hier mal so einen kleinen Weg ausschachten, dass man hier auch mit dem Boot hinkommt. Sonst ist das ja blöd. Jetzt habe ich das Boot zerstört, indem es auf dem Boden, auf dem Grund aufgesetzt hat. Blöde Sache irgendwie. Ich muss das Boot gleich nochmal neu bauen. So. Es ist irgendwie ungewohnt still. Ich höre sonst immer, habe sonst immer Musik an, während ich Minecraft spiele, beziehungsweise auch im Let's Play immer Musik angehabt. Aber ich weiß nicht. Ich will da so ein bisschen von weg. Weil ich halt
Na, ich will keinen Ärger haben mit irgendwelchen Lizenzen oder so. Und da die Leute das ja auch in ihre Playlists eingebunden haben und teilweise auch Partner sind, möchte ich hier nicht irgendwelche Musik anmachen. Auch wenn die nach wie vor von Jamendo ist, aber ich weiß nicht, ich möchte das jetzt trotzdem nicht so gerne riskieren. So, Bäume fällen. Ja, wo könnte man denn mal? Dort hinten könnte man Bäume fällen. Die schönen Sumpfbäume wegfällen hier. Und dann bin ich mal gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Oh, 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 Hallöchen. Wie geht's euch? Ihr wollt Ärger, habe ich so das Gefühl. Wir sind ja gut gepanzert, da brauchen wir uns eigentlich kaum Sorgen machen. Ein Schwein schlachten. Tja, den Bauernhof hätte ich ja gern noch gefunden, aber ich weiß irgendwie gerade überhaupt nicht, wo der ist. Vielleicht sehe ich den ja in einer der nächsten Folgen wieder. Zombie! Zombie, 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 toter Zombie. Hö? Ah. Dort. Neins. Oh, wie ich wirklich erstmal wieder reinkommen muss. In das Blöcke setzen. So. Und den nächsten Baum hacken. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr mir nicht böse seid, dass ich jetzt hier noch nicht dermaßen angefangen habe zu bauen. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung, wenn ich mich in der ersten Folge noch ein bisschen zurückhalte. In meiner ersten Folge hier mit euch im Let's Change. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Zuschauer noch nicht den Mut verloren haben, denn ich habe gesehen, dass doch einiges an Zeit zwischen der vorvorletzten Folge und der letzten Folge lag, beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, irgendwie fehlt noch eine Folge von der Auraya. Ich weiß gar nicht so genau, wo die hin ist. Die ist nicht in der Playlist und ich habe auch mal auf ihrem Kanal gesucht. Da habe ich die auch nicht gefunden. Und die Xteria hat auch schon per PN angefragt, wo die Folge hin ist. Aber das wird sich sicherlich bald klären. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie viel Zeit dazwischen ist. Aber die letzte Folge vom FreeLPer ist, glaube ich, vom Anfang Mai. Und deswegen ist das ja schon sehr lange her. Wow! Wo kam das her? Oh, neins. Hey Creeper, wie geht's dir? Natürlich! Natürlich, 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 natürlich. Warum auch immer du nicht kaputt gegangen bist, du doofer, blöder Idioten-Creeper. Keiner mag Creeper. Aber irgendwie gehören sie ja doch dazu, ne? Ach, ey, jetzt muss ich es hier wieder stopfen. Jetzt verbringe ich die letzten Minuten dieses Let's Plays ernsthaft mit. Dieses Let's Plays, sage ich immer. Dieser Folge, dieser Let's Change-Folge mit Löchern stopfen. Nur wegen diesem Armleuchter-Creeper. Finde ich nicht gut. Hallöchen! Oh, der hat aber Augen. Warum sind denn hier so viele Viecher? Ich glaube es nicht. Nein, nein, noch ein Creeper. Warum tue ich es immer wieder? Kiten. Yay. Kann ich gut. Oh, der hat eine Schallplatte fallen lassen. Habt ihr das gesehen? Eine Schallplatte, Music Disc. Ja, dann weiß ich ja, was ich demnächst mal mal organisieren werde, dass wir hier mal eine Beatbox kriegen. Wo ist das Loch? Ich finde das Loch nicht wieder. Neins. Ich bin mal dafür, dass man hier ganz, ganz viele Fackeln aufstellt. Oh, oh.
Aber es wird gerade hell. Gut. Unser Leben ist gerettet. Ach ja, ich wollte noch schnell das Boot wieder aufbauen, wieder zusammenzimmern. Weil ich das irgendwie ein bisschen doof finde, wenn ich jetzt den Steg dahin gebaut habe, aber das Boot fehlt. Zack. Ach, ist das nervig. Ja, da habe ich irgendwie nicht dran gedacht, dass das Wasser hier eigentlich viel zu flach ist für ein Boot. Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Loch? Oder ist das eine Schlucht? Nee, das scheint einfach nur ein Loch zu sein. Sieht aus wie so ein... Es wäre ja so eine Granate eingeschlagen oder sowas. Oder ein Riesencreeper. Stellt euch mal vor, es gäbe Riesencreeper. Oh oh, das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Apropos Creeper. Warum habe ich keinen Bogen dabei, wenn ich einen brauche? Ach, er ist gerade despawned. Hervorragend. Sehr nett von ihm. Und so. Dann werde ich mal das Boot neu bauen. Und mal gleich ein Schild aufstellen, wo ich meine Problematik schildere. Brainlag. Ich muss was essen. Ich esse einen Apfel. Der bringt, glaube ich, nicht so viel, oder? Nee, egal. Hauptsache, wir kriegen wieder ein bisschen Gesundheit. Dann räume ich mal noch das Inventar ein bisschen auf. Und... Ach du Schande. Ich werde mal die Kramskiste ein bisschen... Holz. Hier ist Holz, ne? Jupp. Brauchte noch irgendwer Holz? Nee, Steine brauchte die Oraya, ne? Kann ich leider gerade nicht mit dienen, lieber Oraya. Tut mir leid. Ja. Gut. Ich würde sagen, ich habe zwar jetzt nicht allzu viel geschafft, wie ich gerade merke, aber für die erste Folge reicht es vielleicht. Ich habe einen furchtbar hässlichen Steg gebaut. Ich habe hinten versucht, das Wasser ein bisschen tiefer zu machen, dass man bis dorthin kommen kann mit dem Boot. Und ich hoffe, dass das mit dem Festungsbau dort hinten alles klappt. Vielleicht sollte mal jemand das Feld abernten demnächst und mal neu säen, damit wir auch immer schön was zu essen haben. Und sonst habe ich noch eine Kiste gebaut und sonst war es das. Ja, gut. Okay. Ja, ich würde sagen, hier endet meine erste Let's Change-Folge. Ich hoffe, ich bin in meinem nächsten Part ein bisschen produktiver. Ich musste mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Würde mir auch gerne demnächst mal noch den Bauernhof angucken. Aber dazu haben wir ja vielleicht dann auch in der nächsten Folge Zeit. In meiner nächsten Folge Zeit. Die nächste Folge ist natürlich nicht meine Folge. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Motoko ist nach mir dran. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich werde den ganzen Kram jetzt rendern und hochladen und hoffe, euch hat meine erste Folge halbwegs gefallen. Es war trotzdem halbwegs interessant für euch, auch wenn ich nicht allzu viel gemacht habe. Ich freue mich darauf, die Map weiterzubauen und freue mich super, dass ich beim Projekt dabei sein darf. Und ich würde sagen, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.